Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch einen Minecraft-Grasblock machen. Das Rezept stammt von der lieben Ro von Nerdy Nummies. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist auch auf YouTube. Und die macht immer super tolle Rezepte. Allerdings ist das alles auf Englisch. Da war auch dieser Minecraft-Grasblock mit dabei und der hat mir so gut gefallen. Und da habe ich mir einfach gedacht, ich versuche das jetzt mal nachzumachen. Ich hoffe, das Ganze klappt ganz gut und ja, wenn ihr wissen möchtet, wie ein Minecraft-Grasblockkuchen gemacht wird, dann bleibt doch einfach dran. So, um einen Minecraft-Grasblockkuchen herzustellen, braucht ihr folgende Zutaten. Ihr benötigt so einen dunklen Wiener Boden. Davon habe ich jetzt einmal 3 Stück geholt. Ich hoffe, das Ganze langt. Die sind ja nicht recht hoch. Die haben allerdings diese 3 Lagen. Und darum denke ich mal, beziehungsweise hoffe ich, dass 3 Packungen davon also ausreichen. Ihr braucht keinen dunklen zu kaufen. Ihr könnt natürlich auch einen hellen verwenden. Das liegt ganz bei euch. Ihr könnt aber auch eine Backmischung verwenden. Wenn ihr so eine Kastenform habt, die schon so quadratisch ist, ist das natürlich perfekt, weil dann braucht ihr den Kuchen hier nicht mehr zurechtschneiden. Ihr benötigt 2 Gläser Sauerkirschmarmelade. Die Marmelade wird dann zwischen die jeweiligen Tortenschichten gestrichen. Ihr könnt natürlich auch andere Marmelade verwenden, wie zum Beispiel Erdbeer- oder Aprikosenmarmelade. Wenn ihr keine Marmelade möchtet, könnt ihr auch eine Schokocreme benutzen oder wenn ihr das möchtet, könnt ihr natürlich auch eine Erdnusscreme verwenden. Wenn ihr alles 3 nicht mögt, dann kann man auch Sahne benutzen oder auch Obst. Oder ihr stellt einfach eine Buttercreme her und bestreicht dann die Schichten damit. Ein Rezept für die Buttercreme kann ich euch auf meinem Blog hochladen und auch das Rezept hierfür findet ihr natürlich alles auf meinem Blog. Ich habe mich jetzt für die Sauerkirschmarmelade entschieden, weil ich einfach diese Schwarzwälder Kirschgeschmack haben wollte. Mein Tortenboden ist ja der dunkle und drum denke ich mal passt die Sauerkirschen sehr gut dazu. Und weil das Ganze auch sehr süß werden wird, denke ich mal, wird so eine Marmelade als Zwischenschichten immer ganz gut sein. Dann benötigt ihr Oreo-Kekse. Ihr könnt natürlich auch andere dunkle Kekse benutzen, wie zum Beispiel die Black Magic oder die Balsen-Kekse hier. Die habe ich jetzt aus dem 1-Euro-Shop gekauft. Die Black Magic habe ich aus dem Marktkauf und die Oreo aus dem Kaufland. Ich habe mich jetzt für die Oreo-Kekse entschieden, weil die geschmacklich einfach die besten dunklen Kekse sind. Ihr könnt natürlich auch andere Oreo-Kekse kaufen. Da gibt es noch welche mit so einer Schokoschicht in der Mitte. Die werden natürlich für das Rezept hier am besten. Ich habe aber leider keine gefunden. Dann gibt es noch welche, die mit irgendwie Schokolade überzogen sind. Die wären jetzt aber nicht so gut geeignet, finde ich, für das Rezept. Die Oreo-Kekse werden ja dann später verwendet für die Erde, für den Blockkuchen. Ja, wie viel Packungen ihr dafür braucht, kann ich leider nicht sagen. Ich mache das Rezept jetzt auch zum ersten Mal. Von den Oreo-Keksen habe ich jetzt einmal 3 Packungen gekauft. Von dem Black Magic habe ich auch nochmal 3 Stück geholt. Ich hoffe, das langt aus. Schließlich wird das Ganze ja klein gebröselt. Und dann bleibt ja, wenn es zu klein ist, wird ja nicht viel draus. Also ich hoffe, das langt. Ich sage immer, lieber kauft man ein bisschen mehr, als wie, dass man am Schluss zu wenig dann hat. Dann benötigt ihr Waffelröllchen. Die kommen dann später zu unseren Oreo-Keksen hinzu, für die Erde. In Minecraft ist ja die Erde nicht wirklich schwarz. Darum kommen dann noch so helle Kekse dazu. Ich habe mich für die Waffelröhrchen entschieden, weil die anderen sind alle so eine, ja, so eine Zitronenschicht in der Mitte oder Schokoladenschicht. Ich meine, ihr könnt nehmen, was ihr möchtet, aber ich wollte einfach so neutrale
Waffeln haben. Und da es jetzt nur diese Waffelröhrchen gab, das sind jetzt hier die vom Marktkauf, die waren jetzt am günstigsten. Dann wusste ich nicht, ob das ausreicht. Von denen habe ich jetzt einmal 2 Packungen geholt. Und naja, und weil ich natürlich nicht wusste, ob es ausreicht, habe ich mir nochmal eine Packung geholt. Das sind die hier. Die sind aus dem Kaufland. Ja, es müssten also, denke ich mal, 3 Packungen mit den Oreo-Keksen auslangen, hoffe ich. So, nun kommen wir zum leckeren Teil des Kuchens, und zwar dem Frosting. Ich habe hier Schokolade und Vanille-Frosting. Frosting ist sozusagen eine Creme, die man zum Verzieren und Überziehen von Torten verwenden kann. Das Ganze ist ein amerikanisches Produkt. Also man findet es halt eben im Amazon. Ich kann euch mal den Link dazu unten in die Infobox reinschreiben. Da könnt ihr es dann eventuell auch kaufen. Das Ganze hat mich 15 Euro mit Versand gekostet. Das ist eigentlich recht günstig, finde ich. Ihr könnt natürlich auch andere Varianten statt Schokolade und Vanille kaufen. Da gibt es ja so viele. Ich habe jetzt speziell für unseren Minecraft-Grasblockkuchen das Schokoladenfrosting ausgesucht, weil das dann quasi unsere Außenschicht wird. Der Kuchen wird dann damit bestrichen. Und das Vanillefrosting ist dann zum Einfärben ganz gut. Das wird dann später mit unserer Wilton Lebensmittelfarbe Leaf Green eingefärbt. Aber das werdet ihr ja dann noch Schritt für Schritt im Video sehen. Ich verwende Frosting jetzt auch zum ersten Mal. Ich hoffe, das wird recht gut werden. Ich weiß leider nicht, wie es schmecken wird, das Ganze. Ob es recht schokoladig oder vanillig sein wird oder ob man fast gar nichts schmecken wird, außer nur süß. Ich gehe mal davon aus, dass es sehr süß sein wird. Und ja, Frosting könnt ihr nicht nur für diese leckere Minecraft-Torte verwenden, sondern könnt es auch, wenn ihr zum Beispiel Muffins macht, oben diese Haube drauf spritzen. Das ist dann wie bei den Amerikanern auch, soweit ich weiß, immer Frosting, und das könnt ihr dann auch machen. Oder wenn ihr natürlich das Vanilla-Frosting kauft, das ist ja recht schön hell, dann könnt ihr das Ganze auch noch einfärben. Ihr müsst ja nicht das Grün benutzen, ihr könnt natürlich auch eine andere Farbe verwenden. Und ja, ich benutze das Ganze jetzt für unseren Minecraft-Kuchen und ich hoffe, das wird recht gut. Die Eigenschaften von Frosting ist eben, dass man das Ganze sehr schön verstreichen kann. Es ist sehr cremig, und wenn man das Ganze dann eine Zeit lang in den Kühlschrank stellt, dann wird es schnell dann fest. Dann benötigt ihr 200 Gramm Marzipan. Der Marzipan wird vorher eingefärbt mit der Lebensmittelfarbe Grün, zum Beispiel die hier von Dr. Oetker. Oder aus meinem letzten Video, die Icing Color Kollektion Leaf Green von Wilton. Wenn ihr natürlich kein Marzipan mögt, könnt ihr ihn komplett weglassen. Oder ihr könnt zum Beispiel auch Fondant kaufen. Den gibt es im Amazon zu kaufen und in amerikanischen Online-Shops. Zum Beispiel, wenn ihr gerade dabei seid, das Frosting zu kaufen, dann könnt ihr natürlich auch schon eingefärbten Fondant kaufen. Ihr könnt aber auch einen weißen Fondant kaufen und ihn dann später einfärben. Was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt zum Beispiel Fondant auch selber herstellen. Ich werde einmal ein Rezept auf meinem Blog hochladen. Da könnt ihr dann das Rezept nachlesen. Zum Schluss benötigt ihr noch die Kokosflocken. Das sind jetzt schon eingefärbte Kokosflocken. In meinem letzten Video könnt ihr sehen, wie das Ganze gemacht wird. Ihr könnt natürlich auch schon eingefärbte Kokosflocken kaufen im Internet. Allerdings kenne ich da nur einen Laden, der das Ganze verkauft hat, und es war mir recht teuer, und darum habe ich einfach mal das Ganze selber eingefärbt. So, nun kommen wir zu den Materialien, die ihr für den Minecraft-Grasblockkuchen brauchen könnt, und zwar
müsst ihr als allererstes, beziehungsweise wäre es ratsam, als allererstes eine Schablone herzustellen. Ich habe ihr das schon mal gemacht. Und zwar habe ich das hier, das ist sozusagen so eine Tortenunterlage, die habe ich im 1-Euro-Shop gekauft. Davon gibt es 6 Stück, also habt ihr 4 Möglichkeiten, falls euch mal aus Versehen hier mal daneben schneidet, habt ihr natürlich noch mehr zur Auswahl. Das ist auch recht schön, die sind, haben so eine Schicht drauf, dass der Kuchen auch besser abgeht. Das ist recht gut. Das ist jetzt für einen, jetzt wie zum Beispiel den Tortenboden, den ich habe, ist das jetzt noch sehr groß. Und das müsst ihr dann einfach nur abmessen, wie groß der Tortenboden eben ist. Und dann wird das Ganze einfach nur so ausgeschnitten. Das sieht dann so aus. Und das wird dann später auf die Torte gelegt. Und dann habt ihr natürlich besser die Möglichkeit, das schnell zurechtzuschneiden, als wie wenn ihr einfach gleich anfangt. Von der braucht ihr dann 2, aber die andere, die zweite Schablone schaut dann etwas anders aus. Das wird dann quasi unsere Marzipan-Schablone. Und nun, wenn ihr alles ausgeschnitten habt, dann müsst ihr nochmal die Ecken falten. Wenn ihr das Ganze gefalten habt, dann wird das die Größe haben wie von eurer ersten Schablone. Faltet das Ganze alles nochmal auf und zeichnet dann so Muster rein. Macht die Muster nicht zu klein. Ich habe jetzt die auch etwas klein gemacht, weil schließlich müsst ihr am Schluss das Ganze komplett hier ausschneiden. Es wird dann quasi unser Gras. Und wenn ihr das Ganze dann auf den Marzipan legt, dann wird das hier recht dünn. Und nicht, dass euch das dann abbricht. Wenn ihr das dann alles gezeichnet habt darauf, könnt ihr das Ganze ausschneiden und dann nehmen als Schablone. Nun habe ich das Ganze hier ausgeschnitten. Das sieht dann so aus. Dadurch, dass ihr vorher das Papier gefalten habt, ist es jetzt für euch ein Anhaltspunkt, wie das Ganze ausschauen wird, wenn das auf dem Kuchen darauf liegt, dann wird das Ganze so vom Kuchen runterfallen. Was ich jetzt leider falsch gemacht habe, ich werde aber jetzt die Schablone weiterhin benutzen, sind die Abstände jeweils. Die habe ich jetzt nicht so schön gemacht. Auch hier diese kleinen sind etwas zu klein geworden. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr möchtet. Je feiner ihr das Ganze macht, beziehungsweise je kleiner ihr die Abstände lässt, desto schwieriger wird es halt beim Ausschneiden vom Marzipan. Aber dafür sieht es halt dann wirklich sehr schön auf dem Kuchen aus. So, nun werden wir den Tortenboden zurechtschneiden. Ich habe jetzt hier die 3 Tortenböden und eine Unterlage. Das ist so eine Tortenplatte, womit man Kuchen transportieren kann. So, bei den Tortenböden müsst ihr aufpassen. Die sind sehr schnell zerbrechlich und da müsst ihr alles vorsichtig darauf legen. Wenn jetzt zum Beispiel hier wie da so ein Riss, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber trotzdem solltet ihr keine kompletten Risse haben. Das
oberste Schicht solltet ihr hier die hier verwenden und nicht die, damit die schöne Seite oben drauf liegt. Um euren Kuchen zurechtzuschneiden, benötigt ihr eure erste Schablone. Die legt ihr oben drauf. Bei mir ist die jetzt auch ein bisschen groß geworden, aber das macht nichts, wenn sie ein bisschen vom Kuchen her herausragt. Also das ist nicht so schlimm. So sieht dann der zurechtgeschnittene Kuchen aus. Wenn er jetzt ein bisschen schief sein sollte, ist das nicht so schlimm. Ihr könnt das Ganze mit dem Frosting später ausgleichen. Den Teil, den ihr weggeschnitten habt, könnt ihr zum Beispiel für Cake Pops weiterverwenden. Nun könnt ihr die einzelnen Schichten mit Marmelade bestreichen. So, dann nehmt ihr so einen Oreo-Keks und schneidet dann den Deckel ab. Das Innere kann dann in eine extra Schüssel gegeben werden. Die können dann in die Schüssel hinein. Das macht ihr dann mit allen Oreo-Keksen, die ihr habt. So, nun werden die Oreo-Kekse in so einen Zip-Beutel hineingelegt und dann müsst ihr das Ganze einfach nur zerdrücken. Wenn es ein bisschen schwierig geht, nehmt ein Messer oder ein, ich habe jetzt hier sowas hier verwendet, einfach dann draufhauen und dass das dann alles schön platt wird. Es muss wirklich sehr fein sein, also nehmt euch bitte die Zeit dafür. Meins ist jetzt auch noch nicht fertig und dann muss ich noch ein bisschen weiter das Ganze zerkleinern. Seid ihr dann damit fertig, dann tut ihr das Ganze in eine Schüssel rein oder gleich in die Auflaufform rein, wo dann später der Kuchen hineinkommt. Nun sollte das Ganze dann so ausschauen. Es ist jetzt ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Das sind die Oreo-Kekse kleingebröselt. Und das Ganze macht ihr dann auch hier. Ich habe das Ganze nochmal in eine Küchenmaschine gegeben und das Ganze nochmal gemixt. Wer natürlich eine Küchenmaschine hat, sollte sie auf jeden Fall verwenden. Also ich war total begeistert. Ist einfach nur klasse. Die Brösel werden wirklich sehr klein. Wenn ihr keine Küchenmaschine habt, könnt ihr auch einen Mixstab benutzen. Das wird allerdings ein bisschen schwieriger. Ihr könnt aber auch weiter mit zum Beispiel mit Handschuhen das Ganze mit den Händen noch klein bröseln. Aber wie gesagt, wer eine Küchenmaschine hat, soll ruhig die verwenden. Hier sind die Waffeln kleingerieben. Und die Waffeln kommen dann mit zu unseren Oreo-Bröseln. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Leider kann man es nicht so schön erkennen, weil es irgendwie dunkel ist. Auf den Bildern sieht es besser aus, die ich gemacht habe. Die Bilder dazu findet ihr natürlich wie immer unter meinem Blog. Da könnt ihr das Ganze nochmal anschauen. So, das ist jetzt, auch wenn es ein bisschen komisch ausschaut, die Creme von den Oreo-Keksen.
Die könnt ihr natürlich auch verwenden, zum Beispiel statt Marmelade nur zu benutzen für die jeweiligen Tortenschichten, könnt ihr natürlich auch diese Oreo-Creme benutzen. Ich werde das auf jeden Fall auch tun. Wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr natürlich auch was anderes daraus machen. Ich werde das jetzt für die mittleren Schichten verwenden von der Torte, weil dann ist nicht immer nur Marmelade drin, sondern auch hier dieses Oreo-Creme. Das hier ist jetzt die Oreo-Creme. Die habe ich für eine kurze Zeit in die Mikrowelle gestellt. Das Ganze könnt ihr dann auf den Kuchen tun, so ungefähr mittig. Ihr könnt natürlich aber auch am Schluss oder ganz am Anfang. Und wenn ihr ganz viele Oreo-Kekse hattet und ganz viel von dieser Creme, dann könnt ihr natürlich auch statt Marmelade diese Creme verwenden. So, dann fangen wir mit dem Frosting an. Für das Frosting habe ich den Kuchen extra auf so eine drehbare Scheibe gestellt. So habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, das Ganze schneller zu bestreichen, dass es halt eben auch einfacher funktioniert. So sieht es übrigens aus. Also es ist wirklich sehr schokoladig, es ist extrem süß, ist auf jeden Fall nicht schlecht. So. Dann müsst ihr den Kuchen so bestreichen damit. Das ist jetzt das Ergebnis. Es sieht jetzt nicht ganz perfekt aus, das ist auch nicht so schlimm. Diese Frosting-Dose hier, die ist jetzt schon alle. Also das hat jetzt für den kompletten Kuchen gereicht. Das Ganze kommt jetzt dann in den Kühlschrank, so ungefähr 20 Minuten. Und während der dann im Kühlschrank steht, können wir dann den Marzipan bzw. wenn ihr Fondant benutzt habt, den dann ausrollen und zurechtschneiden. So, ihr benötigt zum Einfärben vom Marzipan oder Fondant Frischhaltefolie, Handschuhe, dann die Lebensmittelfarbe, ihr könnt die von Dr. Oetker nehmen. Oder die Icing Color Leaf Green, die werde ich verwenden.
Dann benötigt ihr natürlich den Marzipan oder den Fondant. Und ihr benötigt Puderzucker, falls das Ganze sehr stark kleben wird. Hauptsächlich braucht ihr aber den Puderzucker beim Ausrollen und Zurechtschneiden des Marzipans. Worauf ihr achten müsst, ist, es wäre besser, wenn ihr einen Tag vorher den Marzipan einfärbt, genauso wie den Fondant. Habt ihr schon Fondant, der eingefärbt worden ist, in grün, dann müsst ihr ihn natürlich nicht einen Tag lang in den Kühlschrank stellen. Wenn ihr den dann in den Kühlschrank gestellt habt für einen Tag und ihr den rausholt, holt ihn lieber eine halbe Stunde oder eine Stunde, bevor ihr ihn weiter verwenden wollt, aus dem Kühlschrank, sonst ist er recht hart. So, am besten macht ihr ein kleines Löchlein in den Marzipan. Da kommt dann die Lebensmittelfarbe rein. So sieht das Ganze aus. Kann man fast nicht erkennen. Und dann fangt ihr einfach nur das Kneten an. Durch die Frischhaltefolie ist es halt einfacher, da klebt der Marzipan nicht fest. Und sollte er doch ein bisschen kleben, dann könnt ihr natürlich, wie ich gesagt habe, Puderzucker verwenden. So würden dann eure Hände ausschauen, wenn ihr keine Handschuhe anhättet. Drum am besten immer Handschuhe anziehen. So sieht dann das Ergebnis aus. Er ist jetzt, auch wenn es nicht so ausschauen mag, recht dunkel geworden. Hier scheint er etwas heller. Aber das ist auch nicht so schlimm. Darauf kommt dann später noch das eingefärbte Frosting. Der wird jetzt für einen Tag in den Kühlschrank gestellt. Und bevor ihr ihn ausrollt komplett, müsst ihr ihn nochmal durchkneten. So, nun werden wir den Marzipan bzw. den Fondant zurechtschneiden. Erst wird er ausgerollt und dann wird er mit der zweiten Schablone, die wir gemacht haben, zurechtgeschnitten. Ihr benötigt zum Ausrollen natürlich ein Nudelholz. Dann habe ich jetzt einmal hier Backpapier. Geht er einfacher zum Zuschneiden, zum Ausrollen und ihr macht natürlich eure Arbeitsfläche nicht dreckig. Und falls es ein bisschen schwierig geht zum Ausrollen, Puderzucker. Also, bevor ihr den ausrollt, müsst ihr ihn nochmal schön durchkneten. Ich habe mir jetzt noch Handschuhe angezogen, weil es geht doch noch leicht Farbe ab. Leicht, ja, wie man sieht. Und drum lieber nochmal Handschuhe. So. Schaut leicht aus wie ein Stück Knete, aber fühlt sich auch so an. Aber ist es nicht?
Es ist nicht einfach, das Ding hier auszurollern. Das ist wirklich schwierig. Ihr könnt natürlich noch ein zweites Backpapierblatt nehmen und könnt es auf den Marzipan drauflegen. Ja, so spart ihr euch eigentlich den Puderzucker und ich hoffe, dass es jetzt auch einfacher geht mit dem, ja, scheint einfach zu gehen. Das Ganze müsste dann so aussehen, dass ihr die zweite Schablone, die ihr gemacht habt, da drauflegen könnt. So. Und dann ziehen wir die oberste Schablone vorsichtig ab. Dann legt ihr eure zweite Schablone drauf, und zwar so, dass ihr alles schön zurechtschneiden könnt. Und fahrt dann, also schneidet eure Schablone dann aus. So, jetzt habe ich alles ausgeschnitten. So sieht das dann aus. Ihr könnt natürlich den restlichen Marzipan bzw. Fondant weiterverwenden. Wenn ihr euch zufällig irgendwie verschnitten haben solltet, ihr habt die Möglichkeit, alles nochmal neu auszurollen, falls etwas schief gehen sollte. Dann legt ihr das Ganze beiseite und holt dann den Kuchen aus dem Kühlschrank. So, nun kommt der Oreo Waffelmix auf den Kuchen bzw. seitlich. Also ich habe ja Glück gehabt mit meiner Auflaufform, der passt gerade so noch rein. An den Seiten kommt dann jetzt dieser Oreo-Mix hinein. Und dann drückt ihr einfach nur das Ganze an den Kuchen. So. Legt am besten seitlich noch um euren Tisch etwas drumherum, weil bei mir ist ziemlich viel auch an die Seiten hinausgegangen.
So, nun sieht der Kuchen so fertig aus. Obendrauf könnt ihr dann euren Marzipan drauflegen oder euren Fondant. Das ist jetzt der fertige Kuchen. Leider schaut er jetzt ein bisschen zerstört aus, weil mir ist der leider beim Abziehen der zweiten Schablone gerissen. Ich konnte ihn jetzt ein bisschen noch mit dem restlichen Marzipan retten. Das, was da so weiß ist, ist Puderzucker. Falls euch das genauso passieren sollte, das ist dann auch nicht so schlimm. Ihr macht ja zum Schluss das Frosting oben drauf und dann kommen ja die Kokosflocken drauf. Also das obere sieht man fast gar nicht mehr, beziehungsweise auch die Seiten sieht man dann auch nicht mehr, weil das wird alles mit den Kokosflocken bedeckt. Sollte irgendwie mal eine Seite abreißen, dann könnt ihr mit dem Backpapier ja Vorlage machen, so ein Stück nehmen und könnt es dann leicht dran drücken. Mit Puderzucker geht das ganz einfach, das klebt dann auch nicht an euren Fingern. So, dann könnt ihr ihn nochmal in den Kühlschrank stellen, wenn ihr möchtet. Ansonsten fangen wir mit dem Frosting weiter an, mit dem Vanilla Frosting und färben das Ganze dann ein. So, dann nehmt ihr das eingefärbte Frosting hier, das habe ich jetzt schon gemacht. Tut das in diesen Zipbeutel rein oder in einen Spritzbeutel, wenn ihr habt. Und dann, also ich habe jetzt hier diesen Zipbeutel hier genommen, der ist eigentlich sehr schön zum Dosieren. Und dann schneidet ihr wirklich ein ganz, ganz winzig kleines Löchlein, in die Spitze. So, Achtung, das fließt auch gleich. Und dann wird alles damit, also bestrichen. Also so sollte der dann ausschauen. Schön alles bedeckt mit dem Frosting. Und dann könnt ihr die eingefärbten Kokosflocken oben drüber streuen. So, das ist der fertige Minecraft-Grasblock-Kuchen. So, ich hoffe, euch hat mein Video für diesen Minecraft-Grasblock-Kuchen gefallen. Vielleicht schaut ihr euch mal weitere Videos von mir an, wenn ich sie hochgeladen habe. Abonniert mich, wenn ihr möchtet. Und ich freue mich natürlich auf sämtliche Kommentare auf meiner YouTube-Seite oder bei mir auf dem Blog. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit anschreiben. Dann bis zum nächsten Mal. Dann benötigt ihr 2 Gläser Sauerkirschmarmelade. Ihr könnt natürlich andere Marmelade verwenden. Ihr braucht kein Sauerkirsch zu nehmen. Wenn ihr natürlich nicht auf Dann benötigt ihr eine Packung Marzipan. Ich habe jetzt hier die. Nun wisst ihr auch, was ihr alles braucht. Danke, Herr Miko.